Reto, schön bist du da. Freut mich wahnsinnig. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Ich habe die letzte Folge geschaut. Und? Und? Und ein paar Folgen vorher natürlich auch noch. Schnell drüber gelesen, schnell drüber das Dreibuch blättert. Aber ich war auf deiner Homepage. Und dort steht wirklich, du kommst heute ins Maskott zu Devi Late Night und hast geschrieben, Reto Stalder erklärt, wie man Schauspieler wird. Ja. Machen wir doch das gerne mal. Das interessiert sicher wahnsinnig viele Zuschauer und Zuschauerinnen. Wie wird man Schauspieler? Ja, also eigentlich habe ich das von eurer Homepage abgeschrieben. Aber, Schnitt! Okay, nochmal. Erklär doch das mal. Nee, also, wie wird man Schauspieler? Wir haben Schultheater gespielt. Das war ein Wauen, den ich als erstes gemacht habe. Also, erfolgreiche Fälle. Also, meine Schultheater nein, haben wir alle gespielt. Aber da muss ich etwas Spezielles an dir. Was hast du für eine Rolle bekommen? Im Schultheater? Ja. Ja, das ist die ganze Klasse, die eine Wau gespielt hat. Also wir waren unter einem Tuch und haben irgendwie so mit den Armen oben. Bist du in der Steiner Schule? Nein. Aber das ist dann weitergegangen. Ich habe mal einen Zirkusdirektor gespielt. Ja. Wann ist es ernst geworden? Wann hast du schon gemerkt, nein, ich höre jetzt alles an, Job, Schule, alles. Ich gehe auf die Straße und wieder Schauspieler. Den Punkt gibt es ja. Den muss es bei dir gegeben haben. Ja, also, ich habe mit der Schuhe ins Theater gegangen und habe zerbrochenen Krug geschaut. Und sehr spannend. Und ja, aber ich habe es wirklich toll gefunden. Es ist so ein Baumschluss reingestürzt, durchs Fenster durch und hat es reingeschneit. Und okay. Das habe ich ganz schön gefunden. Und von dann an habe ich mir nachher so mit dem Gedanken gespielt, ob ich das nicht könnte machen. Baum. Ich bin auch wirklich mal ein Baum gewesen. Wirklich? Ja, in einer Kinderaufführung bin ich mal ein Baum gewesen. Da konnte sich die Augen bewegen. Aber man hat nicht deine Augen. Nee, du hast schon innen dran können. Ich bin im Baum drin. Du bist ein lebendiger Special-Effekt. Genau, ja. Ich weiß nicht, ob es King überhaupt gesehen hat. Doch, ein paar haben gesehen, dass er die Augen bewegen kann. Okay, und das hat dir so ein bisschen den Gutsch gegeben, dass du das ernsthaft schaffst. Und ich meine, du hast es ja geschafft. Man könnte dich in der Schweiz, oder Leute, können ihr den Fabio aus der Bestatter, den Emo Gothic? Ja. Ja. Doch, so ein bisschen Liebling, oder? Schon. Ja, bitte. Und er lebt, er ist gesund. Ja, das ist schön. Hast du auch mitzittert bei der letzten Folge? Sehr. Ich habe meine ganze Hose ist. Ja, ja, ist gut. Danke vielmals. Also, aber das ist wirklich, ich meine, das ist eine nervaufreibende Szene gesehen und du stehst da von den Toten auf und dann hat sie noch so einen Cliffhanger drinnen gehabt. Ein wirklich ein Cliffhanger, die es vielleicht gesehen haben, nämlich der Mörder oder der Böse, ja, der sagt dann zum Bestatter, zum Mike Müller, sagt er, gib mir mein Kind wieder. Und dann sagt der Mike Müller, gib du mir zuerst meinen Sohn wieder. Und er meint dich. Also ist doch das ein Cliffhanger, dass in der sechsten Staffel rauskommen wird, dass du der Sohn von Mike Müller bist, oder? Also hast du das gemerkt? Also, ich bin dein Vater, mäßig kommt jetzt der. Nein. Ja, auch in Schwarz. Ja, auch in Schwarz, genau. Nein, ich glaube, also so habe ich das nie gelesen. Also, ja, aber wie soll denn das gemeint sein? Nein, ich glaube, dass die Figur so auf die Ebene von Sebastian gestiegen ist, in dieser ganzen Mutter-Vater-Kind-Geschichte. Glaubst du nicht? Ich traue jetzt wirklich dem Schweizer Fernsehen nicht so viel Ebene zu wollen, dass das hast du aber so nicht viel gesehen von dieser Staffel. Ja, doch. Ich habe die letzte Folge habe ich ganz geschaut. Und ich habe wirklich so drei Trailer. Also du würdest sagen, du bist nicht der Sohn von Mike Müller, was du mir damit sagen? Also von Mike Müller sowieso nicht, nein. Ja, bitte. Also pass mal auf, wenn mein Chef will, dass du der Sohn bist von Mike Müller, dann bist du der Sohn von Mike Müller, ja? Schnitt, dort hängt man ein. Wann kommt die sechste Staffel, die rauskommt, dass du der Sohn von Mike Müller bist? Freuen wir uns wahnsinnig, du. Oh, ich weiß wirklich noch nicht, ob es eine sechste gibt. Das weiß man nicht? Nein, das weiß man nicht. Also das SRF vielleicht, aber die noch nicht. Nein, also, drei aber du wärst bereit, die Rolle nur eins zu übernehmen? Genau. Voraussetzung, du wirst der Sohn von Mike Müller sein. Das ist nicht ein wahnsinniger Move. Nee, jetzt ist er ja Partner geworden, wie du vielleicht auch gesehen hast, wo du die Sendung verfolgt hast. Richtig, am Schluss sagt er, wir sind schwanger. Sagt er. Am Schluss sagt er das. Und er hat ja wirklich, es kommen drei weibliche Hauptrollen vor. Und der Mike Müller hat mit jeder etwas gehabt. Drei? Ja, also die Museumsdirektorin. Ah, okay. Und, ich hätte gemeint Erika, aber. Ja, wirklich. Also, haben wir schon gibt es denn so einen Spin-off der Begatter? Vielleicht, wo. Wenn sie in der Privatfernsehen sind, dann sind zuständig für. Für die Sachen. Genau. Würdest du denn sagen, oder könntest du dich jetzt. Weißt du, Fabi, ich muss ganz ehrlich sein mit dir.
Wir haben ja eigentlich den Mike Müller wollen. Ja, ich weiß, der ist nicht hier. Und das ist wirklich. Könntest du dich ganz schnell? Ich habe einen Teil für das Interview vorbereitet, also der mit dem Mike Müller. Und ich finde es eine mega gute Frage. Könntest du dich kurz in Mike Müller versetzen? Okay. Du bist ja ein. Das ist schon mal schlecht. Das kann er nicht. Du hast den Bestatter nicht geschaut, wenn er einen Autoausstieg gemacht hat als erstes. Ah, okay, gut, okay. Also, Mike, ja. Schön bist du da. Ja, jetzt danke, sag mal, ich finde, dass der junge Schauspieler, wie heißt er, Reto Stalder, nimmt schon ein bisschen die Show weg. Er ist der Liebling, er spielt auch irgendwie ein bisschen intensiver als du, Thomas. Er ist ja die ganze Zeit am Schaffen. Er ist ja eigentlich der Bestatter. Ja. Und er ist dein Sohn. Richtig. Also, genau. Wie stehst du dazu? Ist das ein Problem für dich, dass sich der Reto Stalder so ein bisschen nach vorne drängt und vielleicht mal die Hauptrolle wieder übernimmt? Nein, textmässig habe ich ja immer noch mehr. und von dem her auch mehr Screentime und das reicht mir. Okay, das reicht dir total. Also du füllst ja das Format auch wirklich sehr schön. Gut, Mike, nein, gehen wir wieder zu dir zurück. Genau. Ich finde es mit dir jetzt gerade sehr angenehm zu reden. Ihr dreht ja in der Filmhochburg Aarau. Das ist der Teil, und immer wenn der Leichenwagen rausfährt, weiss man, ihr tut euch da irgendwo im Aargauischen aussen bewegen. Das ist natürlich sehr schön. Ihr macht sehr viel für die Region, eine Region, wo man wissen, die hat sonst nicht sehr viel zu bieten. Und bist du dir denn bewusst? Also ist das auch so etwas, was hast du gedacht, wo du erfahren hast, oh, man dreht im Aargau? Alle dreht an den coolen Ort, Zürich, Luzern, Bern, ihr dreht ins Aargau. Nein, also, als ich dann noch in Bern gewohnt habe, war es eigentlich noch ganz gäbe, dass ich nicht bis auf Zürich fahren musste. Mhm. Von dem her bin ich eigentlich noch froh. Und es ist, also, ich muss sagen, wir drehen, wenn es Innenszenen gibt, drehen wir die häufig in Zürich. Oh. Ja. Aber Aussenszenen im Aargau? Genau, ja. Und merkst du da auch so Dankbarkeit von den Eingeborenen, wo wirklich dem Drei zuschauen und mit grossen Augen staunen? Und du verteilst da wahrscheinlich so Glasperlen und so Zeug, dass die wirklich so Freude haben und mitmachen an Statistiken. Nee, aber es ist wirklich schön, wenn man zu Zürich dreht, ist es so, hey, du stehst im Weg. Mhm. Und das Aarau ist eher so, können wir euch bis helfen tragen oder irgendwie Kabu. Und oh, ach, kleinen Applaus wirklich... für Aargau, für den Aargau! Wir haben uns bei Davy Late Night auch Gedanken gemacht, was wir könnten. Ich meine, es ist ein Quote-Hit. Bestatter ist ein Quote-Hit, kann man so sagen. Man könnte aber mit dem Merchandise-Artikel noch ein bisschen mehr rausholen aus dieser Serie. Da sind, schau mal, wir haben so ein paar Entwürfe. Wir hätten zum Beispiel schwarze Aargauer Bestattersocken. Hätten wir. Was haben wir noch? Das Bestatter-Lego-Set. Schau mal, jetzt auch für die kleinen Krematorium zum Zusammensetzen. Aber Fabio und Rot ist. Ja gut, das ist jetzt natürlich eine Adaption. Das wirst du in der sechsten Staffel merken, was okay. Du musst alle. Was haben wir noch Schönes? Schau mal, das ist ein klassisches Grabkerzchen. Ja, was haben wir noch? Ich glaube, ich bin Bestatter. Sind das hier? Da haben wir noch etwas Lustiges. Wir sind wahnsinnig kreativ gewesen, sag mal. Oh! Meine erste Beine. Schau mit dem Hamster. Und McDonalds könnte man jetzt natürlich... so ein bisschen die Region anheizen. Denkst du, könnte man davon etwas übernehmen, eventuell? Das Kätzchen gefällt mir zum Beispiel. Schön, dass dir das gefällt.